Willkommen zurück zum Monster Train. Letzte Folge schon besprochen. Abfahrt mit Relikten und Umbra. Relikte kriegen auf jeden Fall Level 9 freigeschaltet. Die Umbra kommen vielleicht, wenn wir es ganz durchschaffen, bis zur Hälfte. Schauen wir mal. Okay, wir machen das wieder mit den Reformieren. Oder sollen wir uns einen Hardcore-Tank mitnehmen? Ah, nee, ich finde Reformieren eigentlich echt schnieke. Da kann man so viele schöne Monster opfern. Wachser-Einheiten halten endlos. Uff. Nö, wir nehmen das mal. Das haben wir letzte Folge erst freigeschaltet. Mal gucken, ob das rockt. 4 Angriff. Nope. Das lassen wir schön sein. Gut. Unser Chef kommt wieder ganz nach oben. Wir stellen hier unten Zugbegleiter hin. Ein Wachsdödel. Ja. Und 2 Nuggets. Das Lustige ist, demnächst, wenn der hier reformiert, kriegen wir reformierte Nuggets. So. 2 Zugbegleiter. Einen Wachser. Und 2 Nuggets. Ja gut, er brennt aus da unten. Ein reformierter Nugget. Super ist das. Du machst eh keinen Schaden, passt. Du stirbst, passt auch. Hier unten müssen wir ein bisschen nachlegen. Aus... Achso, er hat ausbrennen, okay. Schadensschild. Lass mal gucken, was wir hier bekommen. Noch mehr Energy. Dann kriegst du hier noch einen Wachsdödel, Heini. Und du bekommst einen Tank dazu. Und die sparen wir uns. Alrighty, er verreckt, dann müssen wir auch gar nichts mehr machen. Der krasseste Zugbegleiter ever. Das ist aber wirklich eine geile Kombination. Wenn ein Nugget gefressen wird, kriegt die vorderste Einheit auch nochmal 5 Rüstung dazu. Das ist richtig geil. Sollen wir den schon mal nehmen oder lieber den Harzwachser? Wir nehmen den Harzwachser. Und vergrößern die Ebene? Ja. Wir vergrößern die Ebene. So. Umbra oder Dödel? Ich möchte hier drüben hin. Nur um vielleicht den Harzwachser nochmal automatisch einen Ausbrenn dazu zu geben. Sättigungsstelle 5 Gesundheit wieder her. Und Gegner erhalten 5 Schaden. Ich will lieber den da haben. Einfach weil der zuhaut, wenn er aufgetankt ist. Ja, verbessern mit einmal ausbrennen, dann hat er schon mal 2 von Haus aus. Schnieke. Dann, weil der gleich einsatzfähig ist, kriegt er auch hier ein bisschen was. Aber dich können wir hier so richtig eskalieren lassen. Wir müssen ihm nur Nuggets irgendwie ranschaffen. Ordentlich Nuggets. Nein, was macht der Dude da hinten? Lässt der aufsteigen oder gibt der Multi-Attack? Dornen. Oh. Wir bauen die unterste Ebene schon mal aus. Nehmen dich jetzt erstmal als Tank. Geben dir einen Dude hier hinten dran. So, jetzt kriegst du Nuggets hinten rein. Erstmal diesen einen. So. Hier müssen wir eigentlich irgendwas machen. Ist eh nur Platz für einen Nugget, dammit. Okay, hier stellen wir einfach alles voll. So. Er hat jetzt unten Treibstoff, natürlich genau dann, wenn wir das nicht benutzen können. Der Einschädling kommt durch. Was haben wir da? Das wäre verschwendet. Eigentlich müsste der hier nach unten.
Aber dann kann ich hier kein Nugget hinstellen. Und der braucht hier Treibstoff. Und wir stellen ihn oben hin. Der muss halt einfach die beiden platt machen. Aber wir schützen ihn. Ein Nugget reformiert, Schnieke. 91 Schaden. Moment, was kriegen wir denn hier noch raus? Lebensraub und zwei Angriff. 93. Damn. Nicht so cool. Ich hätte da mehr Treibstoff gebraucht. Na gut. Dann regeln wir hier schon mal ein bisschen. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis der tot ist. Okay, er stirbt die Runde da oben. Dann müssen wir auch gar nichts mehr drücken. Nice. Sprengfalle. Noch ein von denen. Ne, wir geben jetzt mal den gesegneten Tropfen. Ah, oh, oh. Eine Nugget Bergmann oder die drei Nuggets? Ja, ist Treibstoff. Nehmen wir lieber die drei. Vor allem die Flasche und dann die drei Nuggets kosten gar nichts. Wir nehmen noch eine Einheit hier auf die Hand. Nehmen wir den, das könnte auch mit den Nuggets gut funktionieren. Zwei Schadensschild von Haus aus. Da wäre vor der Übersel-Tank. Oder 25 Life. Sehe ich jetzt beides momentan nicht wirklich so, ich spare mir das Geld. Wir gucken uns mal an, was hier los ist. Vielleicht kommt ja die Höhle mit den Fledermäusen oder den Augen. Nee. Wir können eine Karte reinschmeißen und kriegen eine andere dafür. Oh nee, wir können was fünfmal kopieren. Hätte ich mal den verbessert. Oh, oder das hier fünfmal. Oh ja. Oh ja. Weil die Nuggetflasche auch interessant gewesen wäre. Aber die könnten wir noch öfter kriegen. Hauptsache schon mal vorbereiten. Die Ebene mit dem Automaten, nennen wir ihn mal. Muss auf jeden Fall dick werden. Oh, hier oben. Ich würde da sofort weggesprengt werden. Machen wir 2, 2, 2. Das reicht hier oben nicht. Das reicht hier oben schon. Ja, und der Nugget? Der steht dann hier einsam und alleine auf der Ebene. Alright. Du musst jetzt einiges wegtanken. Tut mir leid. Du haust zu und kriegst natürlich auch noch hier extra viel. Ja, nicht Leben, aber extra viel Lebensspanne. Okay, wie schaut das jetzt da oben aus? Zwei verrecken. Durch den Harzer. Du kriegst Treibstoff dazu. Kannst du wenigstens einmal zuhauen. Okay, dann machen wir das hier größer. Ugh. Holen uns zwei Nuggets für dich. Njup. Hier oben, du verreckst auf jeden Fall. Dann ist es eigentlich sinnvoll, hier noch einen dazuzustellen. Denn wenn der ausgeht, kriegt er nochmal Buffs. Und hier unten... Nee, das wäre einfach nur verschwendet. Okay, der Lust kommt nach oben. Ich möchte... Zwei Nuggets reichen hier eigentlich. Wobei, wir nehmen lieber die drei Nuggets. Also den Platz für drei Nuggets, sagen wir mal so. Wir stellen dich noch hier hin. Jawohl, wir stellen dich hier nach hinten, damit du zuhauen wirst. Dich können wir hier hinstellen, du überlebst das ein bisschen. Ja gut. Dann werden wir da unten aber schon mal ein bisschen zuhauen. Dann ist der Tank wenigstens weg.
Oh, wir haben einen Nugget auf die Hand gekriegt. Nice. Okay, wir haben jetzt 4 Nuggets. Haben auch Platz für 4. Dann geben wir die hier alle dazu. Oh. 5 Nuggets. Und du hast hier unten Platz, aber auch da oben. Okay, wir stellen dich da oben dazu, um ihn wieder zu buffen. Ah, das ist so geil mit den Nuggets, dass die hier das Dingsbums triggern, die Formfesseln. 25 hat er schon. Okay. Dann packen wir hier oben noch mehr extra Platz rein. Und nehmen den auch schon mal mit rein, ja. So einen auch noch? Ja, okay. Einfach um Daedalus mit einer ordentlichen Portion, ja, entgegenzutreten. Und das reicht auch. Zwei Angriffe von dem. Nice. So ist Schnieke. Trampelschaden wäre auf dem natürlich auch richtig geil. Ja, mit plus 40. Und die gibt kein Erlöschen drauf. Kein... Da, diese kleinen Flammen. Wir nehmen mal den Trampelschaden. Und nehmen ihn hier. Mehr Platz, danke. Das könnte jetzt auch richtig gut laufen. Hier drüben müssen wir eigentlich nicht hin. Noch was kopieren? Ja. Unser Boss wird 2 Einheiten reformieren. Wir nehmen noch eine Umbra-Einheit auf die Hand, und zwar den Nugget-Meister. Mhm. Wir schmeißen die Zugbegleiter über Bord. Danke für eure Dienste. Und nehmen jetzt zum Kopieren Nuggets in der Flasche. Oder ist aber noch einen hier mit... Ne, wir brauchen mehr Nuggets. Wir brauchen mehr Nuggets. Volle Gesundheit. Dafür ein Artefakt. Ja. Machen wir jetzt mal. In der Hoffnung, dass wir den Nugget-Meister Nuggets und den Automaten zusammen da oben hinkriegen. Kriegen wir momentan nicht. Wir bauen hier schon mal die Ebene aus dafür. Der Baron kommt hier hin. Der kommt nach... nach vorne. Ah, da ist ein Nugget, okay. Schon mal ein bisschen Rüstung da oben reinklatschen. Dich müssen wir wegschmeißen. Der Nuggetmeister. Ja. Wir erhöhen hier nochmal die Ebene und nochmal und geben einen Nugget dazu. Und Trampelschaden ist ein Verbrauch, den hebe ich mir lieber noch auf. Er ist immer noch nicht dabei. Wir stellen dann hier nochmal einen Nuggetmeister dazu. Lebensraub. Komm, gehen wir ihm. Der Zugbegleiter fungiert hier als Tank. Und du fungierst hier als Tank. Da ist was durchgekommen. Okay, jetzt ist er dabei. Ah, wir kriegen aber Schaden. Dammit. Wir stellen dich hier schon mal hin. Ja, wir kriegen da oben auch nochmal Schaden durch. Oh, fuck, ey. Okay, wir geben ihm erstmal Treibstoff für nächste Runde. Die 5 machen das Kraut nicht fett. Die 14... 30, 45... Ne, das ist genau ein Schaden zu wenig. Dann müsste ich, wenn dann... Ah, das geht nicht, da noch was dazuzustellen. Fuck. Wir geben ihm nochmal mehr Treibstoff. Und wir stellen ihn trotzdem mal hier hin. Ach, er würde nicht überleben. Das heißt, wir stellen ihn hier rein. Und wir werfen eines davon ab? Ja. Kriegen trotzdem 3 Schaden. Und jetzt auch gleich nochmal mehr. Ah, wenn die hier... Oh, scheiße. Die steigen ja hier auch nochmal auf und werden vollgeheilt, oder? Oh, ja.
das ist sehr ungut. Sehr ungut. Mehr Platz in der Mitte. Die schmeißen wir aus. Ah, das ist so mies. Ja, wir müssen den Schaden hier in Kauf nehmen, da oben. Ja, er stirbt nicht. Schade, ich hab's versucht. Das heißt, er wird in Wiederfolge halt und kommt nach oben in den Raum. Was für ein Scheißdreck. Okay, was machen wir jetzt hier? Den schon mal raus, ja. Hier hinten kommt ein Harzer hin. Wir erhöhen das nochmal. Okay, was brauchen wir? Lebensraub auf jeden Fall. Und Attack. Okay, maximale Anzahl ist erreicht. Dann werden die Nuggets verstärkt. Und hier, du würdest einen Schlag überleben. Allerdings würdest du dann auch die Geißelkarten auf die Hand kriegen. Aber das ist relativ egal. Du machst 10 Schaden, 13 Schaden. Ja. Wir nehmen die Geißelkarten mit auf die Hand, die zwei. Denn er stirbt da sowieso. Also, ihr zwei kommt weg. Und das war's. Ja, ist halt ein bisschen schlecht gelaufen, weil die komplett nach oben durchgelaufen konnten. Wahrscheinlich kriegen wir deswegen das Ding. Zwei Harzwachse dazu nehmen. Ja. Wir nehmen lieber das Ding. Da können wir auch nochmal ausbrennen. Hinzucasten. Verbrauchte Einheiten auf die Hand nehmen, plus 1 auf dieser Ebene. Oder eine Ebene versch... Wir nehmen diese Karte. Würgen. Nom 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 nom. Ja, wir gehen hier rüber zum Heilen und für ein Artefakt. Falls wir eins finden, was uns zusagt. Gleich am Anfang, oh ja, das wäre Schnieke. Wenn ich das hier nehme, dann habe ich noch 100... Moment. 160 hätte ich dann noch. 25% günstigere Preise, das würde das rechts auf... Moment, das müsste eigentlich reichen, um das rechte noch zu kaufen, ja. Gerade so. Gut kalkuliert, gut Mathe in den Kopf. Okay. I don't like that one. Oh man. Mein armer Nugget! Okay. Rektor nach oben. Doch, die Dödel hier hin. Der kriegt gleich extra Life. Hey, ist so geil. Und dann kommt hier noch eine Wachseinheit nach hinten. Ist geil, dass der dreifach profitiert. Langsam. Ist geil, dass der dreifach profitiert von dem ganzen Scheiß. Okay, noch ein kleiner Nugget. Schade, dass wir da nicht bis zu dem nach hinten durchkommen. Geldgeiler Sack, ich. Wir können jetzt den hier auch nach vorne stellen, ja. Und ihm auch gleich gucken, welche Nuggets wir hier noch kriegen. 3 Attack, 3 Life. Wir geben ihm die 3 Attack. Zwar gleich doppelt. Du hast 2 Ausbrennen, aber du kannst die nicht angreifen. Okay. Wir schmeißen hier oben noch eine Nugget-Former hin. Okay, hier überlebt irgendwas. Dann stellen wir dich hier hin. 3 Angriff. Ja. Ja, 3 Angriff ist okay. Ne. Den Rest halten wir zurück. Okay, noch mehr Platz.
er stirbt, er würde komplett überleben. Das bringt mir in dem Sinne nichts, weil alles, was hier extra dazukommt, geht in ihn rein. Ah, dann machen wir das lieber so. Und geben hier die Attack dazu. Immerhin ein bisschen. Oh, ich hasse das, wenn das passiert. Also, dass oben komplett angegriffen wird. Wir erhöhen hier nochmal die ganze Scheiße. Du hast 3 Ausbrennen. Okay. Dann, was kriegen wir hier alles an Nuggets? Nicht so viel. 3 Attack mit dazu nehmen wir. Ja, komm, nochmal 3 Attack. Oh, wir sind ja schon voll. Na gut, dann schmeißen wir das hier oben dazu. Und ihr kommt hier unten rein. Okay, es sieht eigentlich gut aus, oder? Hier oben... Ach, ich kann hier eh nicht mehr so viele Einheiten hinstellen. Wir könnten 3 Nuggets hinstellen. Und das war's. Na gut, dann machen wir hier oben noch mehr Platz. Was haben wir denn hier? Lebensraub könnte gut sein. Okay. Und... Ja, 3 Angriff. Dann kriegst du hier noch ein bisschen was. Schadensschild, ja. Das... Oh. Ach, das geht auf alle? Ja gut. Ach, die kriegen alle ein Ausbrennen. Ich dachte, die kriegen alle 15 Ausbrennen. Oh, leck mich doch am Arsch. Leck... Oh, scheiße, ich habe uns den Run gekostet. Das hat uns den Run gekostet. Das hat uns verdammt nochmal den Run gekostet. Verfickte Scheiße. Klasse. Toll gemacht. Das habe ich super hingekriegt. Das ist doch... Banane ist das. Das habe ich astrein hinbekommen. Kann ich ihn noch ein bisschen... Mann, ey. Ich Vollidiot. Ja, Trappelschaden bringt mir hier auch nichts. Nee. Ach. Hey. Und ich habe nicht unseren krassen Automaten mehr auf die Hand gekriegt. Aber ich stirb trotzdem. Ey, what the fucking hell. Ich dachte schon, ich hätte uns den Run sowas von gekostet. Ich Schwein gehabt. Hätten wir aber eine bessere Punktzahl erhalten können, indem wir halt auf der mittleren Ebene gewinnen. Oh. Gruppenexplosion. Eine zufällige gegnerische Einheit kriegt 80 Schaden. Wenn wir irgendwas besiegen, kriegen wir 2. Okay. Kostet zwar auch 4, aber vielleicht können wir den Zauber noch ordentlich verstärken. Dafür müssten wir nach links, wir müssen sowieso nach links, um unsere Glut oder um zu heilen. 10 magische Kraft, das würde dann... Wow. Uff. Machen die aber auch noch günstiger, damit wir die überhaupt spielen können. Wir haben kein Geld mehr. Also, was gibst du uns? Die Augen. Okay, das heißt, wir geben ihnen einmal Kohle. Tut uns leid, Geld reicht uns nicht. Ja gut, Gesundheit. Wir wollen mehr Blut. Oh, gib uns mehr Blut, wir haben Geschmack daran gefunden. Dein Blut ist viel zu gut, gib uns mehr.
Na, danke. Ob sich das rentiert hat? Ah. Wir sind voll, dankeschön. Na, bitteschön. Ah. Gucken wir mal. Überleben wir die Ebene? Multischlag und Wut. Das könnte böse enden. Vor allem für unseren Chef. Unser Chef da oben braucht einen Tank. Wawa. Ja, vor allem wenn hier oben gleich mal... Wenn hier gleich mal so ein Dude kommt. Okay. Wir stellen den hier auch noch dazu. Und ihn. Ja, wir gehen hier gleich mal Vollgas drauf. Oh, hier kann ich den gar nicht mehr spielen. Ja, dann stellen wir hier nochmal einen hin. Okay. Oben ist schon mal weggefetzt. Alright. Wir tanken, wir erhöhen, wir stellen den Nuggetmeister rein. Mehr können wir jetzt ja gerade nicht machen. Wir greifen nicht an. Aber wir tanken. Alright. Dann gibt es hier noch mehr Treibstoff. Dich stellen wir... 15 reicht. Das überlebst du. Einen Nuggetmeister. Sollen wir hier unten noch einen reinstellen? Wie viel Schaden kriegen wir denn hier? Ordentlich, hm? Und zwar... Moment, er würde zweimal tanken. Stirbt. Und du würdest trotzdem sterben. Außer wir stellen einen Nugget nach vorne. Okay. Machen wir so. Wir müssen... Moment, was wollen wir denn hier eigentlich? Angriff oder live? Machen wir so. Und hier oben kommt auch noch ein Nugget rein. Schnitte. So, wir kriegen jede Runde zwei Nuggets auf die Hand. Automatisch. Oh ja, wir erhöhen das hier. Wenn wir einen töten, ja, das wird schon passieren. Wow. Oh, wir kriegen jedes Mal, wenn wir es töten, Schnieke. Also nicht, dass wir es jetzt bräuchten, aber Schnieke. Das ist keine Verbrauchseinheit, Verbrauchseinheit sage ich schon. Das ist kein Verbrauchsdingens, Bummens, Kirchen. Wir wollen hier oben... Oh, weitreichend. Die Nuggets sind irrelevant. Kann ich so viele Nuggets hinstellen, wie ich will. Aber hier unten nicht. Hier unten macht das noch mehr Sinn. Aber was will ich denn mit den Nuggets auf der Hand? Wir spielen hier einen Nugget und hier noch einen. Schade, dass alles verrecken wird. Das heißt auch unser Nuggetmeister, der uns mehr Treibstoff bringt jede Runde. Er hat noch 4 Treibstoff, okay. Wo sollen wir denn noch mehr Platz machen? Hier oben. Hier oben ist schon ziemlich voll. Die Flasche packen wir hier unten aus. Okay, Nugget Bergmann. Okay, wir können alles raushauen. Wollen wir? Nee, wollen wir nicht. Kui. Da oben passt also noch einer hin, Schnieke. Soll ich den da unten schützen? Ja. Definitiv. Ach, auch weitreichend. Okay. Was gibt's hier? Ausbrennen und Attack. Dann hätten wir noch Trampelschaden. Da könnte man da unten was reißen. Komm, wir machen oben noch mal ein bisschen mehr. Okay, du wirst sterben. Wir geben ihm Trampelschaden. Spielen einen kostenlosen Nugget, der verdoppelt wird. Und geben... Moment. Verbessere verbündete Einheiten und wende einen Ausbrennen an. Das würde heißen, der hier kriegt auch einen Ausbrennen, aber... Bevor wir das machen.
Der Nuggetmeister ist eh fast verloren. Lass uns mal gucken, ob wir da unten ordentlich aufräumen können. Okay, er kommt nach oben, kriegt 40 Schaden. Wir bauen hier oben nochmal was rein. Moment, bevor wir das machen. Löse Erlöschenfähigkeit einer Einheit aus, ohne sie zu töten. Das ist ein Zauber. Wir haben nichts mit Erlöschen momentan. Schade. 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 Wir geben ihm Schadensschild, damit er ein bisschen Deutsch bitte. Damit er ein bisschen weiter überlebt. Du kriegst auch gleich noch ein bisschen Ausbrennen drauf. Und wir geben ihm Treibstoff. Fünf Rüstung auf die vorderste verbündete Einheit. Ja, dann geben wir ihm halt die fünf Rüstungen da oben. Okay, letzte Welle. Er kriegt die, ja, schon 176. Krass. Wir nehmen alle möglichen Nuggets auf die Hand. Er hat Multischlag. Ich meine, wie viel Treibstoff hast du? 8. Das reicht auf jeden Fall, um ihn umzuklatschen. Wir geben ihm ein paar Tanks. 69. 300. 381. Dann kriegst du hier noch was dazu. Komm. Ja. Wir machen das wenigstens so. Oh, er stirbt auf der ersten Ebene. Nice. Extra Punkte. Bye bye. Ja, das ist geil, weil die ganzen... Ja, nehmen wir. Das ist einfach cool, weil die ganzen Nuggets mit dazu zählen. Mehr Platz auf allen Ebenen oder noch mehr? Mehr Platz. Auch wenn das fast schon irrelevant ist. Aber nur fast. Wollen wir die Einheiten verbessern oder die Zauber? Wir nehmen die Einheiten, nehmen extra Cash mit, verbannen schon mal die letzten zwei Zugbegleiter. Danke fein. Und guck mal, was wir hier noch kriegen. Eine Einheit mit extra Fett und extra extra. Oh ja. So, extra Schaden. Wir haben echt fast keine Einheiten. Wir sind voll auf ihn hier angewiesen. Ist nicht so cool. Extra Schaden und Life. Sollen wir das auf den Nuggetmeister machen? Ja. Und extra Schaden auf den Baron. Okay, eine Ebene kommt noch. Oh, wir kriegen hier noch... Ja, komm. Wir reformieren 3 Stück. Das heißt, wir könnten eigentlich unseren Automaten schon auf die unterste Ebene klatschen. Das Problem ist, wir kriegen ihn nicht in der ersten Runde lang... in der ersten Runde kriegen wir ihn nicht zum Laufen. Deswegen muss der eigentlich in die zweite Ebene. Ja, ein bisschen uncool. Ja. Warum nicht? Wir nehmen den Nugget Heini schon mal da unten rein. Einfach in der Hoffnung, dass wir gleich den Automaten dazu kriegen. Kriegen wir. Nice. Dann machen wir hier gleich mal mehr Platz. Schießen hier oben. Oder hier unten den Nugget Heini? Ah. Ja, lass uns das mal ausprobieren. 15, der würde das nicht überleben. Halt, er wird das überleben. Weil wir da 2 Nuggets davor stellen. Und dann haben wir noch einen Wachser. Den stellen wir hier mit nach hinten. Der brennt dann irgendwann aus. Und dann sind wir schon mal gut aufgestellt, würde ich sagen. Okay. Wir erhöhen diese Ebene ein bisschen. Geben ihm Lebensraub. Und 3 Angriff. Hier unten. Lass uns mal gucken. Wir geben hier noch einen Lebensraub dazu. Wir schützen ihn und stellen da noch einen dazu? Ne, wir buffen ihn noch mehr.
Die ganzen Nuggets sind verkuppelt. Okay, hier machen wir noch einmal Platz. Hier oben bräuchten wir eigentlich eine Einheit. Ah, die kommen beide durch. Ja, wir sind ein bisschen schlecht aufgestellt für normale Gegner, würde ich sagen. Er kriegt auch nur 80 Schaden. Das ist sehr tricky. Aber wir haben nur noch einen... Achso, brauchen wir eh nicht. Ah, na gut, komm. Wir buffen uns hier mal durch. Von Ausbrennen ist keiner betroffen momentan. Wir machen dann hier unten Platz. Wir geben... Ja, Deal mehr Rüstung. Aber das war's auch schon. Scheiße, da kommen zwei nach oben durch. Die verrecken. Hier verreckt noch nichts. Das ändern wir. Nice. Da kriegt er schon mal 44 Schaden. Ja, wir machen hier noch ein bisschen größer. Moin. 3 Max Life. Okay, erstmal ein bisschen Schaden. Okay. Hier unten Heilung. Noch einen Nugget. Und dann kommt ihr zwei ins Spiel. Ihr stellt euch auch vorne hin. Oh oh. Die Glutentzug wird uns wegfetzen. Für nächste Runde haben wir... Jo. Keine Glut. Oh doch. Zwei sogar. Okay, du kriegst auf jeden Fall den Trample-Schaden. Dann nehmen wir noch alle Nuggets auf die Hand, die wir jemals hier verbraucht haben. Okay. Sollen wir den unteren noch ein bisschen buffen? Ja, das geht alles auf den vorderen, der löscht sich eh irgendwann aus. Okay. Dann packen wir hier ordentlich was rein. Du bekommst nochmal Angriff. Und dir geben wir den Rest. Nicht genug Kapazität, ist schon voll. Okay. Dann gibt's ja oben halt den Rest rein. Ich bin ja flexibel, so ist es nicht. Zwei Ausbrennen, das würde nicht reichen, dass du drankommst. Ja, bei dir eigentlich auch nicht. Dann lassen wir es auch. So, 900. Wie schaut's aus? 399. Komm, dann... Das ist mein Hund, der da hier gerade rumgrummelt. Ja gut, dann setzen wir gleich mal alles in die mittlere Ebene. Mhm. Ah, nee, das geht ja auf alle Verbündete. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Okay, du brennst sowieso aus. Also er hier. Dann schmeißen wir noch Nuggets da nach vorne. Und die Ebene ist voll. Na gut. 447. Das ist okay. Dafür, dass der da oben gleich richtig weggebombt wird. Er ist tot. Haben wir noch irgendwas, was wir spielen müssen? Eigentlich nicht. Ja, die Rache ist zwar jetzt... Ja, ja. Die ist nicht so relevant, zum Glück. Okay. Das könnten... das wäre noch interessant. Oh, den könnten wir ganz nach oben hinsetzen. Ja. Nehmen wir auch mit ins Deck. So. Wollen wir noch was kopieren oder wollen wir Zauber verbessern? Wie schaut es denn aus mit unseren Karten? Wir können entweder Zauber verbessern oder Einheiten. Wir gehen auf die Zauber, um Memento Mori kostengünstiger zu machen, würde ich sagen. Erstmal gucken, was wir hier kriegen. Die mittlere... Das könnte uns in den Arsch beißen oder uns ordentlich was einbringen. Doppelstapel. Nope. Günstiger? Ja. Memento Mori machen wir auf jeden Fall günstiger. Das geht einfach nur plus 20. Das machen wir nicht. So, bevor wir jetzt hier verbessern drücken,
refreshen. Wir nehmen das mit. Okay, und dann gucken wir mal. Wir machen das noch günstiger. Nice. Können wir gar nicht anwenden. Okay. Wollen wir noch was wegschmeißen? Haben wir irgendwas, wo ich sage, das ist nicht so cool? Ja, haben wir. Das Ding. Das könnte uns den Run kosten, wenn ich es versehentlich benutze. Und sonst, das gibt uns einfach nur fünf Rüstung dazu, weil wir nichts haben, was eine Ausbrennen oder eine Erlöschenfähigkeit hat. Dann schmeißen wir das auch weg. Ist zwar kostenlos, aber das nimmt uns einen Platz auf der Hand weg. Also, Endboss. Mein Hund merkt auch schon, dass hier der Endboss am Start ist. Er freut sich schon, dass er raus darf gleich. Hey Charlie, geh erstmal auf deinen Platz. Sitz. Sitz. Und bleib. Mal gucken, ob er den Kampf noch aushält. Okay. Unser Einheit kommt mit 13 ins Spiel. Erstmal noch einen kleinen Schluck nehmen. Ist da noch was drin? Oh, ist nicht mal was im Radler drin. What the fucking hell? Ah, okay. Dann gibt's halt nichts zu trinken. Dann muss ich halt den Kampf noch mit trockenem Mund überstehen. Ja, das ist äußerst ungünstig. Puh. Das ist keinesfalls praktisch. Wir schmeißen hier noch einen Nuggetmeister rein. Hier unten... Da kommen 30 Schaden durch, hm? Wow. Okay, das tankt er in dem... Och, leck mich doch am... Da läuft ja gar nichts. Da läuft gar nichts. Er löscht, er stirbt, er hoffentlich auch bald. Oh Mann. Wir machen die Ebene schon mal größer. Geben ihm auch schon mal Trample-Schaden. Zerm... Oh, das könnte auch unseren Automaten wegfetzen. Ist nicht so cool. Aber der könnte dann wiederkommen. Okay. Das sagt mir zu. Darum kriegen wir wieder Zähren reingedrückt. Ist okay, er stirbt trotzdem. Er verreckt noch immer nicht. Wir machen die Ebene nochmal größer hier oben. Setzen schon mal den Nuggetmeister hinten rein. Du hast da unten eigentlich nichts zu suchen. Uff, das ist schon ein bisschen arg viel, was da an Schaden rumkommt. Ja komm, dann setzen wir den Harzer hier rein. Wir müssen hier noch ein bisschen warten. Sollen wir da oben schon mal was dazustellen? Dass er nochmal neu gerufen wird? Ja, komm. Wir füllen die Ränge. Bitte sag mir, dass der da oben endlich stirbt. Na, endlich. Okay. Er stirbt, das... Oh, wir haben da oben aber keinen Nugget-Vervielfältiger. Uff. Das bringt uns da auch nichts. Wir haben oben keinen Platz dafür. Ich hätte mal oben nichts hingestellt, ne? Okay. Die greifen an und dann werden unsere Nuggets getriggert. Gut. Das ist sehr schön. Dann können wir unseren Automaten schon mal aufladen. Halt, lass uns mal gucken, was wir hier noch kriegen. Ja, definitiv nehmen wir den. Mein Hund rülpst hier vor sich hin. Sehr angenehm, danke. Schade. Der ist da oben durchgekommen. Unser Nuggetmeister ist wieder da. Hat allerdings Ausbrennen. Das ist jetzt nicht so cool. Wir nehmen ihn trotzdem hier rein. Holen uns unsere ganzen Nuggets. Auch die, die wir schon verbraucht haben. Alright. Meine Hand ist voll. Das ist mir relativ wumpe. Die Ebene ist jetzt auch gleich voll. Was nehmen wir denn da noch mit rein?
Mehr Angriff? Er hält sich voll, so wie es aussieht, ja. Dann nehmen wir noch mehr Angriff rein. So, hier unten können wir nichts hinstellen. Die werden alle einfach umgeschnetzelt. Unser Chef würde sterben. Oh, die kommen alle durch! Scheiße. Ach du heilige Makrele. Der Chef überlebt wenigstens. Dann heilen wir den, oder? Wir machen Lebensraum drauf. Aber die kommen alle durch. Ach du heilige Scheiße. Wir stellen unten schon mal mit rein. Überlebt wenigstens einer? Ja, es überleben zwei. Aber ob wir die Runde überleben, ist es die andere Frage. Ich bin mir nicht sicher. Alter, der kriegt ja auch noch die... Oh, scheiße. What the fucking hell? Unser neues Artefakt hat uns gefickt. So richtig gefickt. Scheiße. Ja, kann gut sein, aber schlecht sein. Wiederbelebungsopfer. Verbrauche Karten von der Hand und nimm eine Harzwachseinheit auf die Hand. Verbessere sie mit plus 10 für jede verbrauchte Karte. Cool. Ja. Schade, hat nicht gereicht. Was machen wir denn nächste Folge? Was hätten wir denn da noch? Wir machen das nochmal so. Vielleicht kriegen wir jeweils ein Level up und schaffen es dieses Mal. Also, bis zur nächsten Folge genau in der gleichen Konstellation. Mal gucken, ob wir die neue Karte, die wir freigeschaltet haben, benutzen werden. Macht's gut. Servus.